Da unten ist nichts. Von David H. Keller. Gelesen von Udo Schenk. Der Keller war groß und stand so gar nicht im Verhältnis zum Haus über ihm. Der Besitzer gestand, dass der Keller wahrscheinlich für ein völlig anderes Bauwerk gedacht gewesen sei als das, welches sich jetzt darüber befand. Vielleicht war das ursprüngliche Haus abgebrannt, und weil es am benötigten Geld gefehlt hatte, war der Neubau etwas kleiner ausgefallen. Eine gewundene Steintreppe verband den Keller mit der Küche. Rings um das Fundament dieser Treppe herum hatten die Vorbesitzer des Hauses Brennholz, eingemachtes Gemüse und sperrigen Plunder gestapelt. Das Gerümpel war nach und nach zurückgeschoben worden und zu einer mannshohen Barrikade des Nutzlosen geworden. Niemand ahnte, was hinter dieser Barriere lag, und niemanden interessierte es. Seit etwa 100 Jahren hatte sie kein Mensch überquert, um in die schwarzen Weiten des Kellers dahinter vorzustoßen. Oben an der Treppe trennte eine wuchtige Eichentür den Keller von der Küche. Seltsamerweise passte diese Tür ebenso wenig zum Haus wie der Keller. Für ein modernes Haus wirkte sie einfach fehl am Platz. Vor allem, weil man sie im Inneren des Hauses eingebaut hatte. Sie war nämlich dick und kunstvoll verziert, mit riesigen schmiedeeisernen Scharnieren, und ihr Vorschieberiegel sah aus, als stamme er aus der Burg von Dracula. Eine solche Tür wäre noch verständlich gewesen, um das Haus von der Außenwelt abzuschirmen. Zwischen Küche und Keller jedoch wirkte sie völlig übertrieben. Von den frühesten Monaten seines Lebens an schien Tommy Tucker in der Küche unglücklich zu sein. Im Wohnzimmer, im zeremoniellen Esszimmer und besonders im ersten Stock des Hauses benahm er sich wie ein normales, gesundes Kind. Aber sobald man ihn in die Küche trug, begann er zu weinen. Seine Eltern, die einfache Leute waren, aßen, wenn sie keinen Besuch hatten, in der Küche. Da sie nicht reich waren, erledigte Mrs. Tucker fast alle Arbeiten selbst. Nur samstags kam eine Haushaltshilfe vorbei, die beim Putzen half. Und daher verbrachte Mrs. Tucker notgedrungen viel Zeit in der Küche. Tommy blieb bei ihr, jedenfalls solange er noch nicht laufen konnte. Und die meiste Zeit war er sichtlich unglücklich. Kaum vermochte Tommy zu krabbeln, verlor er keine Zeit und floh aus der Küche. Sobald ihm seine Mutter den Rücken zuwandte, flüchtete der kleine Kerl so schnell er konnte durch die Tür, die zum vorderen Teil des Hauses, ins Esszimmer und dem Wohnzimmer führte. Einmal aus der Küche raus, schien er zufrieden zu sein. Wenigstens hörte er endlich mit dem Weinen auf. Trug man ihn in die Küche zurück, heulte er so bitterlich, dass die Nachbarn dachten, er leide an einer Kolik. Erst als Tommy sprechen lernte, verstanden die Tuckers langsam, weshalb er so sehr weinte, wenn er in der Küche war. Der Junge hatte schon monatelang gelitten. Doch als er jetzt seinen Eltern erzählte, was eigentlich los war, begriffen sie es kaum. Darüber sollte man sich nicht wundern, denn sie waren beide schwer arbeitende, schlichte Gemüter. Was sie schließlich von ihrem kleinen Sohn erfuhren, war Folgendes. War die Kellertür geschlossen und der schwere Riegel vorgelegt, konnte Tommy friedlich sein Essen zu sich nehmen. Wenn die Tür nur geschlossen und der Riegel nicht vorgeschoben war, bibberte er vor Angst, blieb jedoch ruhig. Stand die Tür aber offen und sah man nur den spärlichsten Streifen Dunkelheit, der bewies, dass sie nicht fest zugesperrt war, dann kreischte der kleine Dreijährige fast bis zur Erschöpfung, besonders wenn sein genervter Vater ihm verbot, die Küche zu verlassen. Wenn es in der Küche spielte, entwickelte das Kind zwei interessante Angewohnheiten. Lumpen, Papierschnitzel und Holzsplitter wurden ständig unter die dicke Eichentür geschoben, um den Spalt zwischen Tür und Schwelle abzudichten. Wenn Mrs. Tucker die Tür aufmachte, lag immer wieder Abfall darunter, den ihr Sohn hingelegt hatte. Das ärgerte sie, und mehr als einmal bekam der kleine Kerl dafür eine Tracht Prügel. Aber diese Bestrafung schreckte ihn keineswegs ab. Ebenso seltsam war die folgende Angewohnheit. War die Tür abgesperrt, ging
ging er tapfer zu ihr hin und streichelte den alten Vorschieberiegel. Schon als er noch so klein war, dass er sich auf die Zehenspitzen stellen musste, um überhaupt heranzukommen, streichelte er ihn langsam. Später ging er sogar dazu über, den Riegel zu küssen. Sein Vater, der den Jungen nur abends sah, fand ein derartiges Benehmen unsinnig und versuchte auf seine männliche Art, dem Jungen diese Verrücktheit auszutreiben. Der Mann unternahm keinen Versuch, die psychologischen Motive dieses Verhaltens zu untersuchen. Der Vater wusste nur, dass sich sein Sohn in einer Weise verhielt, die sehr seltsam war. Tommy liebte seine Mutter und tat alles, um ihr bei der Hausarbeit zu helfen. Aber eines wollte er nicht machen, nämlich etwas in den Keller tragen oder etwas aus dem Keller holen. Sobald seine Mutter die Tür öffnete, rannte er schreiend aus der Küche und kam erst freiwillig wieder zurück, wenn ihm versichert wurde, dass die Tür geschlossen und gesichert sei. Es gelang ihnen nie, dem Kind sein ungewöhnliches Verhalten auszutreiben, und so beschlossen sie, seine Eigenheiten einfach nicht mehr zu beachten. Das heißt, sie ignorierten sie, bis er 6 Jahre alt war und für ihn die Zeit gekommen war, in die Schule zu gehen. Inzwischen war er ein kräftiger kleiner Kerl und aufgeweckter als viele der anderen Jungs in der ersten Klasse. Mr. Tucker war meist stolz auf Tommy. Nur das Verhalten des Kindes hinsichtlich der Kellertür war ein großer Schlag für den Stolz des Vaters. Schließlich blieb der Familie Tucker nichts anderes mehr übrig, als einen Arzt in der Nähe aufzusuchen. Das war ein besonderes Ereignis im Leben der Tuckers, so bedeutend, dass sie sich ihre beste Kleidung anzogen und die Schuhe blitzblank putzten. »Das Problem ist folgendes, Dr. Hawthorne«, begann Mr. Tucker in einem leicht verlegenen Tonfall. »Unser kleiner Tommy ist alt genug, um zur Schule zu gehen, aber er benimmt sich kindisch, wenn es um den Keller geht. Daher dachten meine Frau und ich, dass sie uns vielleicht sagen können, was man dagegen tun kann. Es müssen seine Nerven sein.« »Schon seit er ein Baby war«, fuhr Mrs. Tucker fort, »hat Tommy große Angst vor dem Keller. Auch heute noch geht er für mich niemals durch die Tür und die Treppe hinab, obwohl er doch schon ein großer Junge ist. Es ist doch nicht normal, dass ein Kind sich so benimmt, und weil er außerdem noch die Ritze am Boden mit Lumpen zustopft und den Riegel küsst, befürchte ich, er könnte vielleicht verrückt werden, wenn er älter wird.« Der Arzt erinnerte sich undeutlich an einige Vorlesungen über das Nervensystem, die er als Student der Medizin besucht hatte, und weil er die neuen Kunden zufriedenstellen wollte, stellte er ein paar allgemeine Fragen, hörte das Herz und die Lunge des Jungen ab und schaute sich Augen und Fingernägel an. Schließlich sagte er, »Für mich ist das ein prächtiger, gesunder Junge.« »Ja, bis auf die Sache mit der Kellertür«, erwiderte der Vater. »Ist er jemals krank gewesen?« »Nein, nur 1-2 Mal hat er so lange geschrien, bis er blau im Gesicht wurde«, antwortete die Mutter. »Ängstlich?« »Vielleicht, aber wenn, dann nur in der Küche.« »Würden Sie mich jetzt bitte mit Tommy allein reden lassen?« Und nun saßen der Arzt und der kleine 6-jährige Junge zusammen, und während sich der Arzt sehr wohl fühlte, war es bei dem Jungen ganz und gar nicht so. »Tommy, vor was im Keller hast du solche Angst?« »Ich weiß nicht.« »Hast du da unten schon mal etwas gesehen?« »Nein, Sir.« »Schon mal etwas gehört, etwas gerochen?« »Nein, Sir.« »Wieso glaubst du dann, dass da etwas ist?« »Weil...« »Weil was?« »Weil es so ist.« Tommy weigerte sich, mehr zu sagen. Und sein scheinbarer Starrsinn erboste den Arzt ungemein, so wie er Mr. Tucker seit Jahren erboste. Der Doktor ging zur Tür und rief die Eltern ins Zimmer. »Er glaubt, dass unten im Keller etwas ist.« Die Tuckers sahen einander nur an. »Das ist albern«, antwortete Mr. Tucker schließlich. »Es ist doch nur ein ganz normaler Keller mit Sperrmüll und Brennholz und Fässern voller Apfelsaft«, fügte Mrs. Tucker hinzu.
Seit wir in diesem Haus wohnen, gab es keinen Tag, an dem ich nicht mindestens einmal die Treppe hinuntergegangen bin und ich weiß, dass da unten nichts ist. Aber der Junge hat immer geschrien, sobald ich die Tür geöffnet habe. Und das schon, seit ich ihn als Neugeborenen auf den Armen getragen habe. Er glaubt, dass da unten etwas ist, wiederholte der Arzt. Deshalb haben wir Sie gebeten, ihn sich anzusehen, sagte der Vater. Es sind die Nerven des Jungen. Vielleicht hilft Baldrian oder so etwas, um ihn zu beruhigen. Ich sage Ihnen jetzt, was zu tun ist, entgegnete der Arzt. Er glaubt also, dass etwas da unten ist. Wenn er herausfindet, dass er sich irrt und nichts da ist, wird er die ganze Sache schnell vergessen. Er hat den Spaß nun übertrieben. Sie sollten die Kellertür aufmachen und ihn zwingen, ganz allein in der Küche zu bleiben. Nageln Sie die Tür fest, damit er sie nicht zumachen kann. Lassen Sie ihn eine Stunde allein und anschließend gehen Sie rein und lachen Sie ihn aus und zeigen Sie ihm, wie albern es war, vor einem leeren Keller Angst zu haben. Ich gebe Ihnen ein Nervenmittel, das wird helfen. Aber das Wichtigste ist, ihm zu zeigen, dass da nichts ist, vor dem er Angst haben muss. Auf dem Heimweg riss sich Tommy plötzlich los und rannte von seinen Eltern weg. Nach einer aufregenden Jagd fingen sie ihn wieder ein und hielten ihn den restlichen Weg nach Hause zwischen sich fest. Als sie ins Haus gingen, verschwand Tommy. Sie fanden ihn schließlich im Gästezimmer unter dem Bett. Da der Nachmittag für Mr. Tucker bereits verdorben war, beschloss er, den Jungen den Rest des Tages zu beobachten. Tommy aß nichts zu Abend und ignorierte die Bitten seiner unglücklichen Mutter. Das Geschirr wurde gespült, die Tageszeitung gelesen, die abendliche Pfeife geraucht. Dann holte Mr. Tucker den Werkzeugkasten und nahm einen Hammer und einige lange Nägel heraus. »So, ich nagle nun die Tür fest, Tommy, damit du sie nicht zumachen kannst, wie es der Doktor gesagt hat. Du wirst jetzt ein Mann sein und eine Stunde allein in der Küche bleiben. Wir lassen das Licht an. Und wenn du gemerkt hast, dass hier nichts ist, vor dem du Angst haben musst, wirst du dich wohlfühlen und ein richtiger Mann sein. Und niemand, dessen Vater zu sein, ich mich schämen muss.« Mrs. Tucker küsste Tommy und weinte und flüsterte ihrem Mann zu, es nicht zu tun und lieber zu warten, bis der Junge größer sei. Aber ihr Mann musste nur noch die dicke Tür festnageln, damit sie nicht geschlossen werden konnte, und dann ließen sie ihren Sohn allein mit der brennenden Öllampe und dem dunklen, offenen Raum hinter der Tür, den er mit Augen anstarrte, die so heiß und brennend wurden wie die Flamme der Lampe. Am selben Tag traf sich Dr. Hawthorne mit einem Studienkameraden zum Abendessen. Einem Mann, der sich auf Psychiatrie spezialisiert hatte und sich besonders für Kinder interessierte. Hawthorne erzählte Johnson von seinem neuesten Fall, dem kleinen Sohn der Tuckers, und fragte ihn nach seiner Meinung. Johnson runzelte die Stirn. »Kinder sind seltsam, Hawthorne. Sie sind beinahe wie Hunde. Es könnte sein, dass ihr Nervensystem feiner ist als das von Erwachsenen. Wir wissen ja, unsere Sehfähigkeit ist begrenzt, ebenso unser Gehör und unser Geruchssinn. Ich bin absolut davon überzeugt, dass Lebensformen existieren, die wir weder sehen, hören noch riechen können. Und wir machen uns selbst etwas vor, weil wir glauben, nur weil wir ihre Existenz nicht beweisen können, seien sie nicht vorhanden. Dieser kleine Tucker ist vielleicht außergewöhnlich empfindlich. Er nimmt möglicherweise etwas im Keller wahr, das seine Eltern einfach nicht bemerken. Seine Angst scheint offenbar nicht ganz unbegründet. Ich will damit nicht sagen, dass etwas in dem Keller ist. Ich bin sogar überzeugt, dass es ein ganz normaler Keller ist. Doch dieser Junge glaubt, dass dort etwas ist, und das schon seit er ein Baby war, und das ist fast genauso schlimm. Ich wüsste gern, wie er darauf kommt. »Gib mir doch bitte die Adresse, dann rufe ich morgen einmal an und unterhalte mich mit dem kleinen Kerl.« »Und was hältst du von meinem Ratschlag, den ich seinen Eltern gab?« »Tut mir leid, lieber Freund, aber ich halte ihn für durch und durch daneben.
An deiner Stelle würde ich auf dem Heimweg vorbeischauen und die Eltern daran hindern, ihn in die Tat umzusetzen. Der kleine Kerl könnte Todesängste ausstehen. Er ist ja überzeugt davon, dass im Keller etwas ist. Aber da ist doch nichts. Wahrscheinlich nicht. Sicher irrt er sich, aber er glaubt es. Dr. Hawthorne machte sich jetzt solche Sorgen, dass er beschloss, den Rat seines Freundes zu befolgen. Es war eine kalte Nacht und neblig dazu. Der Arzt fror, als er durch die Straßen ging. Schließlich stand er vor dem Haus der Tuckers. Er erinnerte sich jetzt daran, vor langer Zeit schon einmal hier gewesen zu sein, als der kleine Tommy Tucker zur Welt gekommen war. Durchs Fenster schien Licht und es dauerte nur einen kurzen Moment, bis Mr. Tucker die Tür öffnete. »Ich wollte noch einmal nach Tommy sehen«, sagte der Arzt. »Der ist hinten in der Küche«, antwortete der Vater. »Er hat einmal laut geschrien, aber seitdem ist er ruhig«, schluchzte Mrs. Tucker. »Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie die Küchentür längst aufgemacht, aber ich habe zu ihr gesagt, »Schatz, es ist der Zeitpunkt gekommen, aus unserem Tommy einen Mann zu machen.« Und ich vermute, Tommy weiß inzwischen, dass da nichts war, vor dem er Angst zu haben brauchte. Nun, die Stunde ist um. Ich schlage vor, wir gehen ihn holen und bringen ihn ins Bett. »Es war sehr schwer für den Kleinen«, flüsterte Mrs. Tucker. Mr. Tucker ging mit der Kerze in der Hand vor, seine Frau und der Arzt folgten und öffnete die Küchentür. Der Raum war dunkel. »Die Lampe ist ausgegangen«, sagte Mr. Tucker. »Einen Moment, ich zünde sie wieder an.« »Tommy, Tommy«, rief Mrs. Tucker, aber der Arzt lief bereits zu der weißen Gestalt, die auf dem Boden lag. Scharf rief er nach mehr Licht. Zitternd betrachtete er, was von dem kleinen Tommy noch übrig war. Schaudernd sah er durch den Raum die Kellertür hinab. Dann drehte er sich zu Mr. Tucker und dessen Frau um. »Tommy, Tommy ist verletzt«, stammelte er. Ich glaube, er ist tot.« Die Mutter warf sich auf den Boden und hob das verweinte, verstümmelte Ding auf, das kurz zuvor noch ihr kleiner Tommy gewesen war. Tucker nahm den Hammer, zog damit die Nägel heraus, schloss die Tür und schlug einen langen Nagel hinein, um sicher zu sein, dass sie geschlossen blieb. Dann packte er den Arzt an den Schultern und schüttelte ihn. »Was hat ihn getötet, Doktor? Was hat ihn getötet?« brüllte er Hawthorne ins Ohr. Der Arzt blickte ihn trotz seiner Angst tapfer an. »Woher soll ich das wissen, Tucker? Woher soll ich das wissen? Haben Sie mir nicht gesagt, dass da nichts ist? Nichts? Da unten? Im Keller?«